So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es steht ein Heimspiel an, Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Und das letzte Spiel, das war so... Ach, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte Spieleinstellung und nochmal kurz... Profi. Ja, das war so ätzend. In den letzten beiden Minuten, wie kann das nur passieren? Ich verstehe es nicht. Also, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Oh, dieser Bronzeheber, das kriege ich nicht hin. Habt ihr schon mal hingekriegt? Ich habe einmal getroffen, die Zehner. Oh, das war ein Dingsschuss. Ah, okay. Er hat getroffen. Ich bin mir ganz sicher. Ja, herzlich willkommen. Okay. Mario Gomez. Jetzt ist Profi angesagt. Profi heißt, ich verliere trotzdem. Wir wollen ja den SVW an die Spitze führen, ja? Da muss man auch manchmal auf Profi spielen. Sonst wird das mit mir als Spieler nichts. Ah, doch, es kann was werden. Es kann was werden. Aber nicht so, wenn ich so spiele. Ich versuche mir da Gedanken zu machen. Ich versuche es... Ja, ich versuche da ein bisschen Zeit mitzulassen. Aber, dann bleibt der Ball natürlich immer irgendwo hängen. Ja. Nein! Oh. Super. Ich bin durch und ich passe erstmal ganz sicher. Oh, da hat Neuer aber noch in der letzten Millisekunde reagiert. Kessel. Hol ihn dir. Sehr gut. Daneben. Also bei der Granate hätte der gerne mal reingehen dürfen. Meine Güte. Also wir bombardieren das Münchner Tor auf jeden Fall. Es ist aber trotzdem nicht einfach. Auch wenn man das glaubt, es wäre jetzt einfach auf dem Schwierigkeitsgrad. Nein, ist es nicht. Also nicht zumindest für mich. Ja, also ihr habt wahrscheinlich erkannt, was ich davor hatte. Ich wollte genau in der Lücke abziehen. Oh, Müller. So, jetzt haben wir aber ein bisschen mehr Freiheit, habe ich das Gefühl. Das ist ein Teil dieses Schwierigkeitsgrades, dass wir nicht so stark bedrängt werden. Und der Ball ist trotzdem aus. Jetzt hier die Ecke, da kann wieder was gehen. Ecke ist immer gut. Schade. Ribéry. Ja, sauber rausgespielt. Zwei Mann verfolgen ihn da. Oder war das Robben eben? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Es sah für mich nach Abseits aus, war aber wohl alles regulär. Und jetzt gib Gas, Junge. Pam! Presse! Sehr schön. Der Ball war... Okay, ich gebe zu, der war nicht so geplant. Aber dass da von hinten Presse kam, war ja perfekt. Da, wie er da durchläuft. Zack, durch. Alle sind sie da beschäftigt und Neuer kann nur noch hinterher fliegen. 1:0! Wie beim letzten Mal. Es wird wahrscheinlich wieder 2:1 ausgehen. Okay, ruhig. Jetzt sind sie natürlich wild, die Bayern. Ist ja natürlich verständlich, wenn man hier so ein Ding reingeballert bekommen hat. Oh. Es war alles fair, sagt der Schiedsrichter. Sehr gut. Und weiter. Go. Elia läuft. Oh Mann. Neuer. Super Reaktion. Und ihr habt es gesehen, ich habe probiert, mit angeschnittenen Schuss den Ball ins Eck oben hereinzuschieben. Ich verstehe nicht, wieso da immer... Naja.
Auf jeden Fall wollte ich den Ball angeschnitten da reinbringen. Und Neuer hat aufgepasst. Ich hätte einfach raufziehen müssen, aber dann schieße ich trotzdem auf Mann. Ich weiß nicht wieso. Ich versuche, den Ball in eine bestimmte Ecke zu richten, aber er geht trotzdem wieder auf Mann. Kann natürlich an dem Keeper liegen. Ja, also da kann ich dich nicht anpassen. Wow. Ach, es war wieder einer zu spät, ein früher. Ich laufe da herum wie ein Trottel. Okay, zack. Da gibt es Elfmeter. Okay. Also ich fand, das wäre ja ein offensives Foul, weil ich da reingeschlagen habe. Pierzon. Ja! Souverän. Neuer guckt da nur. Pierzon schießt das Tor. 2:0. Und es ist wieder Profizeit. Fatal irgendwie. Dass er, es ist, sie kriegen es einfach nicht hin, den Schwierigkeitsgrad so fein zu kriegen. Also man merkt immer solche Stufen. Es ist Stufenanstieg und nicht, ja. So ein stufenloser Anstieg eben halt nicht, ne? Und das ist für mich dann schon wieder eine Stufe zu einfach, Profi. Na, nicht immer, aber manchmal schon. Und dann ist Weltklasse für mich zu schwer. Ich glaube, ich erzähle immer dieselben Sachen. Das tut mir leid. Ah, meine Güte, Noob. Mit der Pille. Achso, war ein Foul, sagt der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist irgendwie heute gekauft, habe ich das Gefühl. Ah, da werde ich aufgehalten. Hol ihn dir. Nein, 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 nein. Ey, wieso komme ich denn immer auf diesen beschissenen Knopf? Ich lenke hier ganz normal und ich komme irgendwie, ich weiß nicht wie, auf diese behinderte Steuerkreuz-Dingsbums. Verstellt immer meine Taktik. Jetzt die Flanke. Nee, es geht nicht. Ich wollte eine Flanke schlagen und nicht. Mann, ey. Oh, das gibt's nicht. Ich wollte nicht einbiegen, sondern ich wollte eine Flanke schlagen. Oh, Mann. Aber wir führen. Das ist alles super. Aber manchmal nervt mich einfach diese Steuerung. Ich krieg alles nicht so richtig gebacken. Okay, zweite Halbzeit steht jetzt an und, ja, natürlich wollen wir hier weiter anknüpfen. Auch schon wieder ganz komisch. Wieso passt er den Hintermann an? Ach, jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren hier auf dieses Spiel. Ach, Mann, ey. Klappt irgendwie nie so, wie man das vorhat. Zumindest nicht ich. Krieg's hin. Okay, das gibt Abstoß. Mann, 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 Mann. 50 Minuten gespielt. Hier ein Pass nach dem anderen. Zack und wieder weiter. Ey, das gibt's doch nicht. Ich wollte den Ball ganz gerade nach vorne spielen. Mann! Ich komme einfach nicht klar mit dieser FIFA-Steuerung. Ja. Ja, ach Mann, ey. Wir führen, aber es ist trotzdem Mist.
was ich spiele. Auf Weltklasse wäre das hier nicht mal ein Tor gewesen wahrscheinlich. Ich krieg die Pille nicht von den Füßen. Ganz ruhig bleiben jetzt hier. So, hier nochmal ein Schuss, um den Gegner zu verwirren. Oh, schöner Schuss. Genau so. Es passiert so oft, dass irgendwie der Ball irgendwo hinfliegt, aber nicht dahin, wo ich ihn hinhaben will. Also beim Passen. Und das regt mich richtig auf. So, De Bruyne. Vielleicht mal Petersen. Kannst du auch... Naja, er kann nur direkt Sturm spielen. Akpala auch eigentlich nur Sturm. Aber Akpala darf mal spielen. So, bitte weitermachen. So, ich versuche mich zu konzentrieren. Also, es ist einfach nicht so einfach. Ich habe das Gefühl, ich spiele mit zwei abgebissenen Fingern oder so. Konzentration. Sehr gut. Sehr gut. Es gibt's nicht. Wow, der war aber schwer zu lesen. Neuer hat da Glück, dass der daneben geht. Ui, also einfach mal draufdreschen. Elia schießt. So kann das ruhig passieren. Selbst wenn er daneben geht, alles in Ordnung. Es darf nur nicht 100.000 Mal passieren. Und ich möchte schon ein bisschen Kontrolle über das Spiel haben. Ich habe halt manchmal das Gefühl... Oh. Ein bisschen Platz hatte ich da noch. Verdammt. Viel mehr konnte ich aber auch nicht laufen, weil dann hätte er mich komplett eingeholt. Okay, ganz ruhig. Wow, hier ist kein Platz. Hier ist kein Platz. Ich sag extra hier ruhig und mach trotzdem Mist. Ach, das gibt's nicht. Ja, er sagt hier, hier, hier. Und drin ist das Ding. Nicht. Sehr schön. Dranbleiben. Sehr gut. Es sollte kein Torschuss werden. Ich wollte schon die ganze Zeit nach oben passen. Mann! Danke. Obwohl ich eigentlich nachgegritscht habe. Ja, es war offensichtlich, dass der da gesehen wird. Weil er dann da bremsen musste und... Bleib logge, bleib logge. Sehr gut, genau so. Cool running. Ja, 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 ja. Ah, den hat sich nochmal vorgelegt. Eieieiei. Sehr schön. Weiter geht's. Über außen. Sehr gut. Ach, komm. Es will mir einfach nicht richtig gelingen, hier nochmal durchzukommen. Weil man verkrampft irgendwann. Wenn man was versucht zu erzwingen, dann kann man einfach nicht mehr richtig spielen. Aber das kennt ihr ja von mir. Zumindest ein, zwei Leute von euch. Direkt vor seinem Fuß, aber der Ball war unerreichbar. 4OG, ich verstehe nicht, was da drunter steht. Ich muss mir das echt mal in einem Video ansehen. Keine Ahnung, was da drunter steht sonst. Bitte weiter. Danke.
Sehr schön. Ach, er kann da nicht mehr. Ist er erschöpft? Ja, auf jeden Fall mit einem nicht ganz so glanzvollen 2:0 wollen wir hier abschließen. Hauptsache 2:0, sag ich mal. Und ja. So, hier wird nochmal gewechselt. Martinez geht raus oder wer war das? Oh, oh. Meine Güte. Also hier einen Schnitzer nach dem anderen erlauben wir uns. Sehr schön. Sehr schön. Super Fehlpass. Ja, dann wollen sie mal raufschießen für die Statistik. Toni Kroos. Ja, das war's. Shit. Ja. Ich hätte früher passen müssen. Also, es sieht so einfach immer aus. Man sieht, was man machen will, aber es scheitert an der Umsetzung. Meine Finger sind schon total verkrampft durch die strapazigen Schüsse und so. Prödel, Best Man. Jo, habe ich gar nicht gewechselt? Nur einen, Piazon. Ich dachte, ich hätte schon alle ausgewechselt. Das war nicht gut. Okay, Bestleistung von Ter Stegen. Das Talent Marc-André Ter Stegen wurde noch nie angezweifelt, aber wenn er es auch effektiv einsetzt, dann sind die Ergebnisse spektakulär. In den letzten Spielen hat Ter Stegen genau das getan und damit die Fans von Werder Bremen glücklich gemacht. Werder Bremen gegen FC Bayern, sehr gut. Damit sind wir mit 6 Spielen auf dem 2. Platz mit 15 Punkten. Da können wir mal wieder vorspulen. Boah, was ist denn da los? So viele Spiele hintereinander, das gibt's ja nicht. Stevanovic empfängt seine ehemaligen Mitstreiter. Jö, Mannschaft. Da muss ich gleich nochmal gucken. Der Kader sieht komplett erschöpft aus. Also wir haben ein Spiel nach dem anderen, das geht gar nicht mehr weiter. Irgendwie 2-3 Tage zwischendurch Pause, was ist denn da los? Na gut, dann muss ich mich gleich nochmal daran setzen und mir Gedanken machen, wie wir die Mannschaft aufstellen können. Heute ist ja FC Augsburg dran und da Profi. Wir sehen uns also dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.